So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Princess Remedy in a World of Hurt. Letztes Mal haben wir alles im schwarzen Loch erledigt und sind nach Nordhurtland gekommen und in diese schwarze Festung, bei der wir auch gleich, wie versprochen, in den zweiten Stock gehen. Und Kisten finden. Juhu! Hier vielleicht? Ach, seit wir diesen Mond gefunden haben, von vor 2 Folgen, denke ich immer, vielleicht ist das so ein Geheimweg hier durch. Aber bis jetzt nicht. Wer bist du? Ach, ein dunkler Lord. Some hero struck me down. Der von einem Helden besiegt wurde. Das können wir natürlich nicht auf ihm sitzen lassen. Das wäre ja eine Schande für alle dunklen Lords da draußen, ne? Autsch. Mist. Aber ich möchte mich auch nicht von seiner Krankheit... Oh. Mist. Dann eben nochmal. Dann fangen wir mal hier an und folgen denen. Mist, das war eine ganz, ganz dumme Idee. Autsch. Komm schon, wir müssen den dunklen Lord doch befreien können, oder... seinen Stolz wiederherstellen. Oder irgendwas. Ach, wir sind schon wieder so ein blöder Two-Hit, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, aber fast. Nochmal. Okay, aber das mit der Potion war gar nicht doof, ne? Wenn man treffen würde, wäre das vielleicht sogar eine gute Idee. Eben, wenn man... Oh, was war das denn? Da bin ich aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Okay, und jetzt nur noch Totenköpfe. Ach, Mann! Gehen wir eben zuerst zu deinem Schildkumpel hier. Ein dunkler, Diener. I'm suffering from a lack of body. Ja, das sehe ich. Der daran leidet, dass er keinen Körper hat. Kann ich sehr gut verstehen. Würde mich auch nerven, tatsächlich. Hier noch den Mülleimer. Autsch. Mülli. Geschafft. Und wir haben ihn seinem Körper zurückgegeben. Hey, my body! I've missed you, Paul! Ja, er hat dich bestimmt auch vermisst. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nur noch dieser blöde, dunkle Lord. Aber das schaffen wir jetzt auch noch. Siehst du, einen haben wir schon down. Das wollte ich eigentlich nicht. Gibt's hier für irgendeine kluge Taktik? Oder sollte ich einfach ausweichen üben? Sagt sie und läuft in jeden Schuss rein, den sie finden kann. Wir brauchen den aber. Ich möchte alle heilen. Auch dunkle Lords. Auch wenn sie sehr nervig sind. Okay. Wir haben noch keinen von diesen toten Köpfen down gekriegt, ne? Oh, nicht da reingehen. Das war knapp. Oh doch, jetzt haben wir einen down. Aber wir sind jetzt auch ein One-Hit, ne? Mist, 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 Mist. Das war knapp. Ja, wir haben es geschafft. Wow, now I can conquer the world. Ja, aber bitte erinnere dich daran, dass wir dir geholfen haben. Oh, haben wir jetzt genug Herzen hierfür? 55 sogar schon. Puh, gut. Was ist hier? Omen Shore. Okay. Hallo? Shark? Oh man, I'm only 5 years old. I must be suffering from being too young. Ach, ey, was diese Leute hier für Probleme haben, ne? Crazy. Und anscheinend ist zu jung zu sein ein ziemlich großes Problem. Holy shit. Vielleicht sollten wir hier noch nicht hin. Da war nämlich noch ein Dorf.
The Living End. Ja, wie motivierend. Aber, ah, jetzt haben sich unsere Schüsse wieder vervielfacht. Jetzt müssen wir schon 5 Dinge schießen. Ja. Komm schon, Müll. Mülli. So viel Müll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, geht weg. Lasst mich. Lasst mich alle in Ruhe. Mist. Komm schon. Wir können dir helfen. Dir soll nicht mehr langweilig sein. Autsch. 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 Ja gut. Öffnen wir zuerst mal die Kisten hier alle. Einen Schlüssel bekommen. Vielleicht in den Häusern noch eine Kiste. Du hast keine Kiste für uns. Dann bist du erstmal uninteressant. Du hast eine Kiste für uns. Sehr gut. Ups. So rum. Ja, aber nur ein Herz. Ich habe jetzt gehofft, dass unsere Schüsse stärker werden oder so. Lady. Ah, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ich merke schon, dass ich so Teil-Teil mittlerweile übersetze, ne? Ich habe eigentlich mal gesagt, ich mache das nicht, aber weiß nicht. Es klingt manchmal so ein bisschen pathetisch, wenn man dann auf Englisch plötzlich spricht. Also finde ich irgendwie, ist ganz komisch. Komm schon, wir müssen der Lady helfen. Sich auf die Zunge zu beißen, ist echt so ein hässliches Gefühl. Das können wir doch nicht tolerieren, sowas. Warum können denn die bitte durch diese Dinger durchschießen und wir nicht? Das finde ich unfair. Also finde ich wirklich unfair. Zack. Ja, dann seid ihr jetzt halt befreit. Na und? Kratzt mich nicht. Hier unten noch einen. Und dann die da oben. Geschafft. Und jetzt kann sie wieder essen. Und tanzen. Das ist super. In diesem Haus hier. Auch eine Kiste. Mit der wir mehr Flaschen kriegen. Ich dachte, vielleicht kann man hier durchgehen. Weil das hat mal funktioniert in einer anderen Welt. Aber gut. Wer bist du? Chicory. I scare myself. Ach, ein Geist, der sich selber erschreckt. Das ist natürlich nicht optimal, ne? Aber vielleicht können wir dem auch irgendwie Abhilfe schaffen. Wir sind jetzt also auch noch Geisterjägerin. Was okay ist. Hat jemand diesen Film gesehen? Das fällt mir gerade ein, von wegen Geisterjägerin. Mit den Ghostbustern? Den neuen? I have learned to live with my immoral ways. Oh, schön für dich. Gut für dich. Ach, dachte vielleicht, aber dir können wir bestimmt helfen. Chomp. I make sense when I talk. Das ist doch was Gutes. Nicht? Oh mein Gott. Die schießen alle nur nach vorne, ne? Bleiben wir hier mal stehen. Immer so, dass wir nicht in die reingehen, aber sie trotzdem treffen mit unseren Schüssen. Und jetzt können wir von hier unten schießen. Edge Badge! Way blast to server, Sally. Okay. Dann versuchen wir den hier noch einmal. Aus seiner Langeweile rauszukommen. Dabei zu helfen ein bisschen. Oder ihr, oder... Glaub aber, das wird nichts. Nein. 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 Aber ansonsten ist hier niemand mehr, ne? Da ist aber eine Kiste. Wie komme ich da hoch? Da muss ich doch hochkommen. Ach doch, hier ist noch ein Skelett. Hallo, Skeletti. Mandark. I seem to have put on weight. Das ist doch nicht schlimm. Also er hat zugenommen, aber es ist... Also, ich finde, man sieht das gar nicht. Du bist immer noch schlank. Skeletti. Autsch. Vor allem, wo will denn ein Skelett bitte zunehmen? Ist ja fett. So, noch einmal.
dann ist auch Ende für heute. Autsch, autsch. Bei denen ist ja so, die laufen in so einem Pattern und das könnte ich mir mal merken. Oder könnte ich versuchen, mir mal zu merken. Oh mein Gott. Na gut. Dann beschäftigen wir uns mit diesen beiden hier in der nächsten Folge, denn ich mache mal Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es immer noch super Spaß, wird aber auch schwieriger langsam. Aber ja, wir werden es schaffen, das ganze Hurtland zu heilen, denn das ist unsere Quest, die wir bekommen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Und wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.